ob Sie mit Menschen mit Behinderung, die nicht so selbstständig durchs Leben gehen können, zu tun haben in Ihrer Lebenswelt? Mabache TV. Ich habe den klassischen Werdegang von Volksschule, konnte mich nicht nehmen, also Sonderschule. Dann nach der Schule Job versucht und ist auch nichts geworden, also Behinderteneinrichtung. Und da ist alles gleich und da ist, lebt jeder also nach seinen Möglichkeiten. Alles ist barrierefrei und das geht's allen gut. Und da habe ich dann 6, 7, 8 Jahre mit mehrfach behinderten Menschen zusammengelebt, in Oberösterreich noch. Und bin aber dann nach Wien gezogen zum Studieren und lebe seit über 12 Jahren in Wien. Und da habe ich eigentlich kaum noch etwas mit, also stimmt nicht, ich habe mit Menschen zu tun, deren Pflegeaufwand extrem hoch ist, die nichts selbst tun können, aber das sind alles selbstständige Menschen. Die haben persönliche Assistenz, die haben, also die können sich zwar nicht die Nase kratzen mit der Hand, aber sie führen ein Unternehmen, aber sie zahlen Rechnungen, Steuern und alles und haben 10 Leute angestellt, nur damit sie dieses Nasejucken mehr oder weniger kompensieren, also im übertragenen Sinne. Also ich habe mit solchen Menschen zu tun, aber das ist alles, die sehe ich jetzt nicht unbedingt als behindert. Weil das sind für mich körperlich behinderte Menschen, so wie ich, und nicht mehrfach behinderte Menschen. Also so wie Sie jetzt ansprechen, mit mehrfach behinderten Menschen habe ich nichts mehr zu tun. Was ist Ihre Behinderung? Osteogenesis imperfecta, also Glasknochenkrankheit. Ist ein Fehler im 4. Chromosom, bedeutet, dass die Knochen in meiner Ausformung bis zur Pubertät leichter gebrochen sind. Und ab dann ging es eigentlich. Und mit Kleinwuchs. Also. Das heißt, jetzt gibt es in dem nicht mehr so sehr Knochenbrüche, aber davor schon viele im Kindesalter. Wenn ich die Basejumps aus dem Rollstuhl lasse, ist eigentlich alles ganz okay. Also das Stage-Diven lassen wir heute aus. Ja, auf jeden Fall. Das heißt, viele Knochenbrüche im Kindesalter, das ist ja auch mit Schmerzen verbunden gewesen. Ich bin 36, das ist ewig her. Warum sollte man sich an sowas erinnern? Also Knochenbrüche, arme Beine, das ist Routine, und Schlüsselbeine und Rippen, die hat man nicht gezählt. Also da ist man nicht einmal ins Krankenhaus gegangen. Das ist wie wenn sie sich kurz kratzen, also ist gar nichts. Sie sagen so salopp, das ist lange her, warum soll ich mich daran erinnern? Vielleicht, weil es doch ein Teil Ihres Lebens ist, der ja auch prägend ist. Also ich meine, das tut ja was mit einem, das tut auch was mit Ihrer Familie. Wie konnten Ihre Eltern damit umgehen, das Umfeld, das direkte? Mein direktes Umfeld? Normal. Es ist ja so, das Lustige ist, Sie haben die Kollegen gefragt, wie fragen die Menschen sie, wieso bist du behindert, was fällt da, was kannst du nicht mehr machen und so, und was ist anders, und das ist vielleicht bei Leuten, die vorher nicht behindert waren, aber ich als Behinderter, die Fragen sind alle komisch für mich, weil ich stehe auf, ich putze mir die Zähne, ich gehe aufs Klo, ich wasche mir das Gesicht, ich mache meine Arbeit, ich zahle meine Steuern, ich mache nichts anderes wie jetzt sie, ja, und ich mache es halt auf meine Weise, so wie Sie auf Ihre Weise machen. Ja? Sie haben wahrscheinlich eine Assistentin, die Ihnen assistiert bei den Dingen, anders als wie bei mir, aber Sie haben eine. Und das ist nichts anders. Also mein Leben ist normal, weil ich mir so eingerichtet habe. Ich mache alles, das ist das, was die Leute nicht verstehen, was halt klar ist, weil sie einfach nicht konfrontiert sind normalerweise mit Menschen wie jetzt mir. Und es ist natürlich auch verständlich, wenn sie jemanden sehen, der sich nicht die Nase kratzen kann, dass der selbstständiges, normales Leben führt. Oder, weiß Gott, sogar Vater oder Mutter ist. Also das sind alles Dinge, die schwer zu verstehen sind. Aber das ist alles nur eine Kopfsache und eine Organisationssache. Sie haben angesprochen, dass Sie jetzt 10, 12 Jahre ungefähr in Wien sind, kommen aus Oberösterreich gebürtig. Das heißt, wir können nicht nur über eine zeitliche Veränderung, was sich über Jahrzehnte verändert hat im Behindertenbereich, reden, sondern auch über eine räumliche. Die Reaktionen, die Sie am Land bekommen haben auf das Thema Behinderung, sind die deutlich anders als im urbanen Gebiet? Ich am Land gelebt habe, da war ich
mehr oder weniger im, hauptsächlich im Behindertenbereich. Also ich war so mehr oder weniger abgeschottet von der normalen Welt, außer meine Schulausbildung, die Handelsakademie, das war eine normale Schule und alle meine Klassenkollegen waren normal. Und ansonsten, am Land habe ich wenig mit denen zu tun gehabt. Und in der Stadt ist es so, ja, manche schauen blöd, manche fragen, manche lachen. Und manche, es gibt auch schon welche, die einfach, wie soll ich sagen, normale Ignoranz an den Tag legen. So wie jeder andere in der U-Bahn erfährt. So sitzt neben dem und der bemerkt ihn nicht. Und es gibt sie, ganz wenige, aber die Inklusion geht auch dahin schon. Da sind wir gleich bei diesem Wort Inklusion, das ja auch im Behindertenbereich scheint mir unterschiedlich beliebt ist. Was bedeutet es für Sie? Mögen Sie es nicht? Das Wort Inklusion, ob ich es mag. Ja, na, es gibt manche, die sagen ja, Integration war eigentlich aussagekräftiger. Was brauchen wir da jetzt? Warum müssen wir das jetzt anders nennen? Letztendlich geht es doch um die Themen, die wir behandeln müssen. Wie gehen Sie damit um? Wofür steht Inklusion für Sie? Ist Ihnen das ein wirkliches Anliegen? Oder sagen Sie eigentlich, ich lebe mein Leben so selbstverständlich mit meinen Themen, mit meinem Beruf, mit meinen Interessen, dass da sollen sich andere drum kümmern? Inklusion ist für mich, wenn eine meiner Facebook-Freunde, mit denen ich in den letzten 3 Wochen oft gechattet habe, ein paar Fotos getauscht habe, jemanden, den man nicht täglich sieht, aber man doch eine Geburtstagsparty macht, eine Facebook-Einladung ausschickt und ich hingehen kann. Und ich kann dort in das Lokal rein, ich kann dort auf die Toilette gehen und mich mit der Person betrinken. Und wenn das funktioniert... In welcher Reihenfolge ist jetzt wichtig von der Prioritätenreihenfolge? Ich habe eine Idee. Reinkommen und die Toilette. Und erst dann kann ich sagen, ob ich mich betrinke oder nicht. Ja, aber erst müssen Sie betrinken und dann müssen Sie auf die Toilette. Nein, zuerst muss ich schauen, ob die Toilette überhaupt geht. Wenn ich betrunken bin und dann aus der Toilette suchen muss, wird es richtig tragisch. Ah ja, verstehe. Das heißt, die Logistik ist natürlich eine andere. Ich würde mich als Nicht-Rollstuhlfahrerin in jedem Lokal mehr oder weniger darauf betrinken und darauf verlassen, dass eine Toilette da ist. Und das ist jetzt zum Beispiel das, was mich furchtbar ärgert. Es gibt diese Gesetze, auch im Bauwesen, dass Neubauten oder halt Renovierungen auch eigentlich barrierefrei sein müssen. Aber da gibt es ja so viele Ausnahmen. Mir ärgert es immer, wenn Lokale neu gebaut werden oder renoviert werden. Und dann gibt es zwar einen Eingang, aber sie machen die Toilette wieder nicht. Und es ist einfach so mühsam, auch jetzt nicht nur im privaten Bereich. Ja, wenn man jetzt selbstständig ist, so wie ich, dann muss man auch mit Kunden treffen. Nicht nur immer im Büro, sondern auch unterwegs, weil wir auch selbstständig sind und unterwegs sind. Und einfach Lokale finden, die in jedem Bezirk irgendwo ein Lokal zu finden, wo ich rein kann. Wo es auch Ambiente so ist, dass man mit einem Kunden hingehen kann. Das ist einfach so schwierig. Haben Sie sehr viel, wir haben jetzt gerade darüber auch gesprochen, ob Sie mit schwerer, mehrfach behinderten Menschen zu tun haben. Haben Sie umgekehrt mit vielen nicht behinderten Menschen zu tun, die also nicht Rollstuhlfahrer sind, die keine geistigen Einschränkungen haben, die trotzdem irgendwie behindert sind? Naja, Sie wollen es nicht sagen, gell? Mit Idioten, oder? Ich meine, mit dir hat jeder zu kämpfen, oder? Also ob man jetzt behindert ist oder nicht. Denn es gibt immer so ein, manche haben das Idiotenradar und manche haben es nicht. Sie haben Facebook gerade angesprochen als wichtige Kommunikationsquelle. Ist für Sie nicht nur ein beruflich wichtiges Tool. Wie wichtig ist Social Media jetzt gerade für Menschen, die sonst manche Einschränkung doch haben in ihrem Leben, als neue Kommunikationsform? Großartig. Das ist Wahnsinn. Es ist heutzutage so easy. Ich habe mein Handy. Ich kann Videos aufnehmen. Ich kann damit Ton aufnehmen. Ich kann damit Fotos machen. Und das kann ich sofort online stellen. Und ich kann, wenn ich eine Geschichte habe und ich verstehe, eine Geschichte zu erzählen, eine Geschichte zu haben und zu wissen, wie man sie erzählt, ist was ganz anderes. Aber wenn ich das beides habe,
dann habe ich die Mittel, die gratis zur Verfügung sind, um potenziell die Welt zu erreichen. Ich kann ein 30-Sekunden-Video mit meinem Handy machen, was 60 Millionen Menschen auf der Welt innerhalb von einem Monat sehen können. Und es ist egal, ob ich jetzt blind, taub, dick, schwarz, gelb, Mann, Frau, komplett wurscht. Ich habe die Geräte, ich habe die Mittel und jeder, wenn jemand jetzt sagt, er weiß nicht, wie er es sich vermittelt, jetzt ist die Zeit. Es geht, das ist das Tool und wir haben die Zeit dafür und es kann jeder auch Story erzählen. Oder sich von Ihnen beraten lassen, weil Sie natürlich Social Media mäßig sozusagen up to date. Oder von mir beraten lassen, natürlich. Eine Frage habe ich noch, weil wenn ich Sie so betrachte, dann fällt mir auch auf, dass Sie, glaube ich, einen großen Wert auf äußerlichen Schick legen. Sie haben einen tollen Anzug an, haben sehr gepflegte Schuhe, eine sehr modische Nerdbrille und das schicke Künstlerkapperl, ist Ihnen das sehr wichtig? Ich meine, das ist auch mit gewissem Aufwand verboten. Ich gehe mal davon aus, dass diese Sachen maßgeschneidert werden müssen und jetzt nicht klassisch von der Stange sind. Ist Ihnen das ein wichtiges Thema? Als ich nach Wien gekommen bin, sind mir ein paar Dinge aufgefallen. Erstens, wow, die reden alle. Da gibt's Leute, die Russisch reden, Englisch, Französisch, Spanisch. Wahnsinn, wo bin ich da gelandet? Und zweitens waren sie alle schön. Alle stylisch, alle cool. Wo waren Sie da in Wien? Das müssen Sie mal sagen. Oh, das war böse. Aber ich war vom Land, ja. Also ich war anderes gewöhnt. Auf jeden Fall waren die alle schick angezogen. Und ich habe mir schnell bewusst geworden, dass es die Wahrnehmung ist, die wichtig ist. Und ich wollte den Menschen die Möglichkeit geben, wenn sie über mich reden und mich wahrnehmen, dann ich kann machen, was ich will, kann mir den Kopf stellen, sie sehen immer den kleinen Mann im Rollstuhl. Punkt. Aber ich gebe ihnen Anreize, um über diesen kleinen Mann hinwegzugehen. Ich habe mein Kapperl, das war eines der ersten Dinge. Mittlerweile, seit ich in Wien wohne, habe ich niemand ohne Kapperl je gesehen in der Öffentlichkeit. Ist mein Markenzeichen mittlerweile. Und die Anzüge kamen dann, als es geschäftlich wurde irgendwie, weil, ja, mein T-Shirt von H&M und Jeans, irgendwann bist du in einem Bereich tätig, wo das nicht passend ist. Außerdem ist ein Anzug etwas, das kleine Kinder, außer bei der Bar Mitzwa oder so, nicht anziehen. Und das soll auch irgendwie zeigen, dass, obwohl es jetzt klingt komisch, aber viele sagen immer, kleines Kind oder Baby, vor allem Kinder sagen das viel. Und mit dem Anzug und so versuche ich mich eben doch davon abzuheben und eine Professionalität und eine Selbstständigkeit offenkundig darzustellen. Was aber leider niemanden daran hindert, dass er mir Geld auf den Schoß wirft, wenn ich kurz am Straßenrand warte auf einen Freund. Wirklich? Das ist Ihnen dann schon passiert? Mehrmals. Wie reagieren Sie dann? Ist jetzt nicht jugendfrei. Ich habe erstens ziemlich laut zum Fluchen angefangen und zweitens habe ich darauf bestanden, dass die Person diese 38 Cent wieder rausholt aus meinem Schritt. Ich bin dann hoch und habe ihn da rumkrabbeln lassen, bis wirklich alles wieder weg war, weil ich so wütend war. Aber es ist natürlich ein wichtiges Thema, auch wenn wir uns jetzt darüber lustig machen, dass Sie gleich hier ansprechen. Nämlich das Thema, dass wir Behinderung medial verkürzt sehr mit der Spendenbereitschaft verknüpfen. Also Behinderte brauchen finanzielle Unterstützung. Was ja in vielen Fällen auch so ist, das kann man ja nicht einfach wegwischen. Aber sozusagen die Menschen nicht bereit sind, einfach auch zu differenzieren und zu unterscheiden und zu schauen, was brauchst du? Ja, das ist... Die Menschen sehen Behinderung, Punkt. Also ein Behinderter ist dumm, ist geistig behindert und Behinderte glauben alle an Religion oder haben irgendwie ein nahe Verhältnis zur Religion. Behinderte haben keinen Sex. Und ja, habe ich irgendeinen Stereotyp vergessen? Also, das sind Behinderte. Ja, und selbstständig können sowieso nichts entscheiden.
Gut, da hat sich viel getan und Sie haben uns ja Einblick in dieses selbstständige Leben gegeben und wie Sie denken und was Ihre Träume und Perspektiven sind. Wo soll es beruflich hingehen? Sie haben Publizistik studiert, sind Autor, haben einen eigenen Blog, den Sie sehr regelmäßig und aktiv betreiben. Das Medium ist eine Sache, aber zunächst mal braucht man ja die Botschaft dafür. Was ist Ihre Botschaft? Was wollen Sie den 60 Millionen Internet-Usern mitteilen? Wow, so pointiert habe ich mir das gar nicht überlegt. Was will ich mitteilen? Ich will den Menschen, also was ich tue, tue ich, weil ich den Menschen die Möglichkeit geben möchte, einen Einblick zu bekommen in ein Leben eines Behinderten, fernab der Spendenaufrufe. Ich mache zum Teil schräge Sachen, zum Teil interessante Sachen, zum Teil dokumentarische Sachen, auf meinem YouTube-Kanal vor allem auch und über meinen Blog und meine Kommentare, eben, was ich auch hier erzähle und wie ich es erzähle, das kommt einfach, wenn es ich mache, ganz anders rüber, wenn es jetzt ein Nichtbehinderter machen würde. Und er erzählt, er kennt einen Kleinen, der hat das und das erzählt. Und ich versuche damit den Leuten im Kopf eine Möglichkeit zu geben, einen Schalter umzulegen und zu sehen, okay, behindert ist nicht gleich, kann nichts und ist geistig behindert und so. Wie wichtig ist denn da der Humor als Transportmittel auch? Also ich habe manchmal das Gefühl, dass viele Menschen mit Behinderung, die ich kenne, das muss ich schon sagen, einen sehr robusten Humor haben. Um es diplomatisch zu sagen. Ich würde sagen, ich habe einen schwarzen Humor. Manchmal zu schwarz. Aber der Humor ist eines der Dinge, mit denen man den Menschen abholen kann. Weil wenn ich hingehe und sage, hey, ich bin behindert und ich mache das und das, das schaut sich keiner an. Wenn ich aber jetzt mir an einen Wasserballon im Gesicht zerplatzen lasse und das aufnehme und dann sage, was? Oder wieso hast du das gemacht? Und irgendwie war ein blödes Beispiel jetzt, aber nur einfach Blödsinn mache, normalen Blödsinn, den andere auch machen, dann sehen das die Leute, dass das auch, aha, die machen das auch. Und es ist lustig. Oder wenn ich ernste Dinge mit am Schmäh bringen. Weil, wenn ich jetzt erzähle, das ist Idiotenradar, ich meine, das ist ja auch eine lustige Sache, oder lustig gebracht, hoffe ich. Die Leute haben gelacht. Aber es ist eine ernste Sache und es bringt dann doch die Leute zum Denken. Und der Humor ist einfach der kleinste gemeinsame Nenner, bei dem man alle abholen kann, glaube ich. Ja, da bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, Martin Habacher. Dankeschön, Doris Mader. Dankeschön. Platz nehmen, also der Martin hat seinen Platz an.